Alles. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zur Eisrunde Nummer 2. Eieiei, ich habe den letzten Part ganz schön überzogen. Ja, wird halt wieder zweigeteilt. Na egal, kann nichts machen. In der letzten Folge haben wir von Nicodemus einiges erfahren und wir haben uns auch schon mit den Talismankriegern hier im Spiegel angelegt. Und ja, hat ganz gut funktioniert die Taktik, aber jetzt wird es ein bisschen eng, weil nur noch meine Zauberwirkenden da sind. Ja, da ist natürlich nichts drin. Ich habe mir auch keine Strategie jetzt überlegt, weil der schnell. Ich mache einfach die nächste Aufnahme wieder, so wie die erste war. Schwere Wunden. Ne, das ist ein Berührungsangriff, der ist vielleicht nicht so gut jetzt. Ja, dann noch die Hexenmeister-Zauber. Den haben wir denn dann noch? Lanze der Zerstörung, Spinnenbrut. Ja, warum nicht hier? Ab der 12. Stufe bin ich noch nicht. Oder bin ich noch auf der 12. Stufe? Nein, 8. Stufe. Eine Person beherrschen. Hilft ja nichts. Und zwar auf den Krieger. Ja. Kannst du weiteren trinken? Nein. Person beherrschen Erfolg. Willens. Verdammt. Ich werde dich töten. Jetzt kann ich dann machen. Unheil noch. Und Stab Farbkühler habe ich ja wunderbar. 19 Ladungen. Uah, schnell. Erfolg. Ich werde Mist. dich töten. Alle Erfolg hier. Autsch, das ist tödlich. Ja, sehr gut. Aber du kannst wenigstens einen Heiltrank trinken. Ja! Scheiß nicht rum. Kann auch nichts dafür. Heiltränke, Heiltränke. Wo sind sie? Wo sind sie? Wer hat welche? Na toll, meine. Na, du hast selber welche hier drin. Na, tu sie mal alle raus hier. So. Ja, passt schon. Er wird bald sterben. Gut, gut. Hat auch keine Heiltränke, oder? Wow, gefährlich. Trink lieber noch einen. Ist mir jetzt zu großer Risk. Boah, mach mal hin hier. Ah, jetzt ist die Verwirrung endlich weg. Gut. Gut, wunderbar. Und dann der letzte Tropfen noch. Kann ich Gott sei Dank speichern hier. Und die haben auch schöne Sachen, diese. Wo ist denn der letzte hin? Die sind abgehauen. Kann das sein? Nur wohin? Hier hin? Ah, der taucht schon wieder auf. Oder ist abgehauen. Kann natürlich auch sein. Nun gut, dann werden wir mal hier alles erkunden. Ein Zweihänder oder ein Bastardschwert oder sowas. Ein Streitkolben. Pause rein. So. Zeig wieder Gott sei Dank ein bisschen was. Ein bisschen Platz. Dank dem regelmäßigen und überhäuften Einsatz von Zaubern. Ein Streitflügel des Schutzes. Warum nicht? Den können wir jetzt auch. Er hat noch einen frei. Ne, sie ist überlastet jetzt. Er war's, oder? Ne, er war's. Genau, ich mal da hoch und tun nachher zum Verkaufen. Und der Bastardsohn, das ist ein Bastardschwert plus 2. Nicht schlecht, aber ich habe leider niemanden, der Bastardschwerter benutzt. Schwerter. Deswegen werden die Wurfhämmer. Irgendwer hat doch Wurfhämmer. Ist. Zapp. Und dann. Irgendjemand hat da Wurfhämmer gehabt, oder? War das nicht so? Nein, das war nicht so. Schade. Dann tun wir den wieder zurück. Und das war schon gewesen, dann die Das Robe könnte noch. ich mit geschlossenen Augen tun. Aber das ist, glaube ich, nur eine Robe des Abenteurers oder so. Welcher Krampf hier. Ja, Robe des Abenteurers. Plus 1 gegen Wuchtwaffen und Zähigkeitswürfe. Von daher, ja, noch keine Roben, oder? Ne, dann lassen wir sie mal. 4 Flammenmantel. Hexenmeisterzauber. Jetzt habe ich Gott sei Dank wieder Platz drinnen. Dann tun wir die auch mal rein. Behält das voll. Na toll. Warum mache ich das eigentlich? Ich hätte auch Stab Schrecken einsetzen können. Na gut. Wir haben doch sicher jetzt wieder irgendwelche Slots hier oben frei. Oder nicht? Nein. Tatsache, alle sehr sparsam mit der Munition. Nun gut. Heidi kriegt wieder Heiltränke hier rüber. Dann gucken wir uns mal hier oben. Was ist denn da noch? Schon aufsammeln, mein Lieber. Oh Gott, wer hat denn wieder ein bisschen was frei? Niemand, doch ihr hier, Heinrich. Dann wirst. Nicht Heinrich, Gustav. Einmal Sphäre der schwachen Zauberresistenz. Ein Helm, den ich nicht verkaufen kann. Oder doch, aber.
hier ein bisschen, kriegt halt ein, zwei Gold dafür. Ach ja, da ist dieser eine Ring, den auf keinen Fall anziehen, weil der ist verflucht. Oh, verflucht! Verfluchter Ring. Ja, gut, dann gehen wir es hier rüber. Zu weit entfernt, ja, das war klar. Ja, dann machst du ihn wieder so. Zack, 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 schnapp, wupp. Und, oh Gott. Ja, das ist ja ein Wurfpfeil hier. Ob sich das rentiert, jetzt mal aufheben. Ja, was soll ich denn machen? Erstmal hier Trank trinken. Dann haben wir hier wieder einen Platz frei. Und dann... Ah ja, alles identifizieren hier. Die Schutzformel. Ach ja, die ist noch nicht identifiziert. Dann behalten wir sie mal. Dann tun wir sie mal hier in den Schriftrollenbehälter rein. Und schnappt sie wupp. Und das ist hier ein ganz normaler Priesterzauber. Es regt mich auf, dass da so wenig Platz ist. Das ist denn alles Priesterzauber. Dings da. Hexenmeisterzauber, oder? Helmalta Selyn, ja, schade. Weil sonst könnte ich ihn woanders hin tun. Feuerschild, ja, alles. Alles Mögliche. Schade eigentlich. Na gut, dann muss man das so belassen. Ja, dann sammelst du halt noch weiter auf hier. Also den Helm nicht, wie gesagt. Den Ring aber aufsammeln. Dann verchecken. Alles Mögliche drin. Ach ja, und da ist er nimmer voll Beutel, den er wollte. Der Nathaniel. Kann sich nicht bewegen. Ach, so schwer ist der auch nicht, oder? 35 Pfund! Meine Herren. Das ist ja für jeden zu schwer jetzt. Ich kann den 35 Pfund tragen. Ich gehe auf keine Kuhhaut. Dann habe ich übrigens von Let's Play Markus den Spruch. Das heißt, das ist meiner. Na? Ah, die Farbe kommt euch komisch vor, dann kann man gleich weghauen. Wenn dann die Farbe schon komisch vorkommt, wer kann das Teil jetzt tragen? Niemand, oder? Dann müssen wir wieder umstapeln. Ich hasse umstapeln. Wer er da kann? Ach, 35, nee. Moment. Ei, ei, ei. Ja, da mach ich's anders. Dann zeige ich euch, lasst den mal hier stehen jetzt und dann zeige ich euch, was drin ist. Und dann machen wir weiter. Hier Unverwundbarkeitstrank. Und hier Schutz vor Versteinerung. Eine Schutzformel mit einer Kette zum Verkaufen. Nochmal eine Schutzformel mit einem Edelstein zum Verkaufen. Und einmal verfluchte Handschuhe. Die zeige ich euch aber dann, wenn ich es aufgesammelt habe. Jetzt gehen wir einfach mal weiter hier. Wir wollen ja schön... Gehen wir mal in den Kampfraum hier. Und machen mal die ganzen Kampfräume hier. Weil sonst dauert es ewig. Ich muss erstmal ein bisschen was verbrauchen. Ah, das kann jetzt allerdings ein bisschen dauern. Im Kampfraum. Wir müssen ihn einmal machen. Ansonsten kann man sich's aussuchen, ob man den dann nochmal macht. Also, wir können den Kampfraum nur mit einem Char machen. Und das ist am besten entweder ein Magier oder halt jemand, der... Ah ja, ich habe wenig Speicherplatz zur Verfügung. Das ist nett, dass du mir sagst, aber ich brauch's gerade nicht. Nun gut, hier ist Auswähler 1 und wir können den mit einem Char machen, dieses Spielchen. Und was ist ausgewählt? Inneres Heiligtum ausgewählt. Keine Betriebsweise, sondern hier Modus 2 Auswähler. Was ist das denn? Wir machen es einfach mal an hier. Auf gut Glück. Und, was sagst du? Nix sagt er. Dann machen wir eben hier Tempelwartung. Nee, das machen wir nicht. Keine Betriebsweise. Inneres Heiligtum? Hä? Schlachtfeld, ja genau, beides aktiviert. Dann machen wir hier Schlachtfeld mal. Betriebsweise aktiviert. Der Wettbewerb beginnt. Drei aneinander grenzende Felder sind für den Sieg notwendig. 3, 4, 5, 6 oder 7 Felder sind für den Sieg erforderlich, um die Stufen 1 bis 5 des aktuellen Ranges zu erlangen. Alle Stufen sind nötig, blablabla. Also das heißt, wir müssen das jetzt so machen, dass wir alle Stufen wählen. Das heißt, möglichst viel machen. Das heißt, erstmal den da, den da, den da, den da. Nee, halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein. Aber wir fangen erstmal an. Auf jeden Fall klicken wir da drauf mit Linksklick und kriegen einen Gegner präsentiert. Den müssen wir dann töten. Sollte noch machbar sein in Level 1. Autsch, geht auch nicht. Uah, Rückzug! Schnell! So. Gut. Aber irgendwie habe ich mir effektiver vorgestellt. Ja, ich weiß, dass ich wenig Speicherplatz habe. Mein Gott. Scheiß nicht rum.
So, nach der Aufnahme muss ich wieder meine Festplatte bereitigen. Wow! So, tot. Feld erhalten, wunderbar. Ich glaube, ich habe keine Heiltränke dabei, oder? Aber ich habe hier bessere Bolzen. Bolzen plus 1, Bolzen plus 2. Blitzbolzen, soll ich die schon verbrauchen? Ja. Machen wir hier Bolzen plus 2. Zur Feier des Tags. So, dann. Ja, ich weiß. Mein Gott hier. Bin schon dabei. Ist wieder so laut. Da natürlich dieses Feld zum Beispiel. Das ist richtig, ich glaube schon. Ja, Ringelreihe vorbeilaufen. Wird jetzt ein bisschen langweilig, aber hilft ja nichts. So, dann, ja genau, dieses Feld und dann diese zwei und dann muss passen, oder? 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Schnell. Ist natürlich besser, wenn es mit Kämpfern macht oder mit irgendwelchen Hexenmeistern, aber ich dachte jetzt, Level 1 mache ich mal mit ihm hier zum Holzen verschwenden. Dann dieses Feld hier. 5 schon widerstanden, oh Gott. Ja, mach hin. Ja, ist ja gut. Dam, 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 dam. Ja, geht's noch? Ich muss nur ein bisschen weiter überleben hier. So. Dann, ja, ich weiß. Kann ich auch nichts machen. Dann dieses Feld hier. Haben wir schon angewählt. Halt, nein, nicht das da, nicht das da, das da. Habe ich jetzt das richtige Feld ausgewählt? Ich hoffe. Sonst beiß ich mir den Hintern. Ah, schnell! Ah ja, übrigens 60 Sekunden habt ihr dafür Zeit, also ewig könnt ihr auch nicht wegrennen. Hihi, verarscht. Ja, da, da, und immer abhauen schön. Ja, komm. Boah, Fehlschlag hier. Mit Bolzen plus 2. Ich weiß halt, wie ich wenig Speicherplatz habe. Ja, ist ja rechts. Feld erhalten. Welches? Das da hoffe ich. Das da? Habe ich jetzt? Ja, ich weiß. Krrr, Dreck. Mein PC kackt gerade ab. Habe ich gar kein Feld erhalten, oder was? Lass dieses komische Speicherplatz-Ding einfach da. Ah, es verschwindet von allein. Brav. Da, nimm. Mein Gott, dann wirf halt noch was. Gut. Oh, und das letzte Feld jetzt noch. Dann ist jetzt wurscht, was ihr macht. So, ich kann mal speichern zum Beispiel. Ein Beetle. Das sollte doch machbar sein. Aha, Fehlschlag. Ja, komm, mach hin. Ich weiß nicht, wie ich Speicherplatz habe. Beenden die Aufnahme gleich. Ja, bleib.